hier geht's. Also darauf muss man wirklich auch mal ein bisschen achten, dass man das so aufbaut, dass man quasi an jeden Winkel rankommen kann. Das ist hier schon gar nicht mehr so leicht. Aber hier schießt sich ja wahrscheinlich mal auf den Kran, geht auch so hier, okay. Und manchmal schießt man dann mal auf den Block unter einem. Stumpfen Scheißviecher, ey. Aber so ein Warp-Turm, wie ich ihn ja dann Alpha 2 vorhab, da würde das noch viel höher gehen, ohne dass das immer runterfällt, weil dann würde ich das ja komplett basismäßig, also viel mehr Fundament runterlegen und so. Und das muss ich nochmal angucken, warum das jetzt immer genau runterfällt. Ich glaube einfach, dass es an der Höhe liegt, dass es da andere nochmal ein bisschen andere Regeln gelten dafür. Oder weil das halt schon als 13 hier zählt und, also ich glaube bis zu 13, 14 Blöcke kann man hier bei Metal Crossing machen. Vielleicht sind das irgendwie schon 12 Blöcke und wenn dann noch zwei nach links geht, dann ist das halt zu viel oder so. Das weiß ich nicht. Irgendwie sowas wird halt schon sein. Schätze ich mal. Was ist jetzt assi hier? Das ist wirklich assi. Ja, die machen jetzt bestimmt meine ganze Burg kaputt. Drecksviecher. Oh, hier oben ist nicht so laut. Oh, wie gern würde ich jetzt hier einfach Raketen mehr. Das würde schon reizen. Weil ist halt unten alles kaputt. Deswegen lasse ich's. Was sind denn hier noch welche? Das ist halt auch der Nachteil, wenn das Ding so, desto größer das Ding ist, desto weniger Überblick hat man logischerweise. Ja, das ist scheiße. Aber jetzt kommt sie hierher. Das meine ich. Jetzt treffe ich. Boah. Nehmen wir einen kleinen Grafikbug. Boah. Das ist so scheiße. Von hier vielleicht. Von hier müsste es eigentlich gehen. Scheiße. Trefft die nicht. Leck mich doch am Arsch. Ah, sind nicht mehr viele, Leute. Sind nicht mehr viele. Sind aber auch nicht mehr viel Steine übrig. Also Mantlung. Brauche ich noch weg. Hübschen Krankenschwestern, wie sie mich alle angucken hier. So. Hallo. Oh, das war's jetzt. Hier unten ist irgendwie nur einer. Na, scheiß drauf, wir wagen uns jetzt hier mal runter. Wo denn? Ich glaube, ich will doch wieder hoch. Ah, hier. Oh, die haben die Leiter kaputt gemacht. Welche Überraschung. Ganz ruhig. Egal, ich gehe hoch. Ich gehe nach oben. So. Ja gut, wie machen wir das? Ich guck mal, ob ich dann irgendwas machen kann. Also, ich hätte wenigstens so mehr Platz hätte ich schon gerne hier oben gehabt. Das ist ein bisschen wenig. Ich probiere mal was. Von hier aus vielleicht. Müssen wir so weit machen, dass wir trotzdem noch durchkommen. Dann haben wir keinen Cobblestone mehr, ey. Das nervt mich. Dreck. Kohle. Treppen. Ja, ich nehme jetzt das hier einfach. Das. Kommen wir jetzt hier noch durch? Nein, also müssen sie eins weiter machen. Schade eigentlich. Ach Leute. Kann jetzt nicht so schwer sein. Warte mal nach. Hält das? Nein. Hält das?
Das hält. Das hält auch. Ich muss trotzdem mal weg hier. Hält das? Das hält. Yay, kein Leben verloren. Muss man erstmal hinbekommen. Hm. Das ist wahrscheinlich echt super Unsinn, was ich hier mache. Zählt, hä? Zählt. Hier müssen wir wegmachen. Das hält. Ja, und wenn das noch mit Cobblestone halten würde, wäre das ja noch cooler. Also ich das sieht schon krass aus irgendwie. Das sieht schon echt krass aus. Den können wir es auch so lassen, ist halt ein bisschen gemischt hier. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hält das? Ich glaube, das dritte Mal, dass ich es ausprobiere. Das hält nicht. Das hält. Das hält bestimmt auch, ne? Das hält auch. Ja, ich hau jetzt erstmal ein bisschen Lagerfeuer hin. Und hier drauf. So. Warum sind das hier mal gemütlich? So. Ich bin... Ich bin der König der Welt! Nee. Irgendwie ja so der größte, der einzige Mensch auf der Welt hier. Aber ich, keine Ahnung, also ich finde das noch ziemlich krass, was wir jetzt hier noch zusammengedeichselt haben. Ist halt schade, dass es immer wieder kaputt geht, aber nichtsdestotrotz ist das ja schon mal ein Turm hier, kann man nicht sagen. So, ich hol mal die Sniper raus. Ich will mir das dann am helllichten Tag auch nochmal angucken auf jeden Fall, aber es ist ja gleich hell. Währenddessen können wir noch ein bisschen Zombies killen. Haben wir die Muni? Hier haben wir die Muni. Komm, das ist doch, Leute, also das ist schon ganz schön hoch. Das geht natürlich noch viel höher, aber das mache ich dann in der Alpha 2, wenn ich mal gucken. Also da werde ich irgendeiner Form werde ich einen Turm bauen, ob es eine Burg ist. Vielleicht mache ich dann auch die Burg, aber vielleicht habt ihr auch bessere Ideen. Und da werde ich es dann so hoch machen wie möglich natürlich. Ja, hier wäre Geländer noch cool, so. Ja, aus Glas, das ist scheiße. Aber wisst ihr was Cooles, Leute, wir machen jetzt hier nochmal einen Stuhl hin. Aber der wäre cooler, wenn der zur anderen Seite nach außen zeigen würde. So, hier. Und hier noch einer. Alles. Okay, keine Ahnung. Das ist doch cool so, weißt du, so eine saugeile Sniper-Position. Schade, dass man sich jetzt hier nicht einfach draufsetzen kann und dann, wir können ja mal so tun, als ob. Ja. Oh Mann, hier, sind hier irgendwelche? Ah, jetzt habe ich schon wieder so sehen. Ich sehe leider keine. Wir haben einen Müllsack. Coole Socke. Unten hat sich gerade was bewegt. Schade, also das schade, dass jetzt gerade keine kommen. Finde ich doof. Auf dem See vielleicht irgendwie. Am helllichten Tag wird man doch ein bisschen mehr sehen. Wir sehen gerade nicht so viel. Wir können ja rein theoretisch das ganze Gebiet hier noch ausleuchten. Könnte man machen.
Aber das hebe ich mir alles auf für das zweite Kapitel dann. Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Ich sehe jetzt hier leider gar keine Zombies. Wir können ja jetzt hier einfach mal chillen, beobachten mal noch ein bisschen den Sonnenaufgang. Ich hau mal noch das eine Lagerfeuer gleich mal hierher. Kann sie gar nicht schön hell genug haben. So. Haben wir noch irgendwas, das wir mir aufstellen können? Leider nicht, leider nicht. Können wir ein bisschen mal Raketenwerfer rumballern, Leute. Aber ohne Zombies irgendwie langweilig. Ich schieße jetzt einfach mal willkürlich auf diesen Baum da. Nehmen wir mal den hier. Ah ne, der ist nicht hoch genug. Nehmen wir mal den hier. Mal sehen, ob ich treffe. Ich weiß nicht, wie die Reichweite ist. Yeah! Oh, wisst ihr, was das für eine geile... Das ist eine übelst geile Beschäftigung, wenn man ganz viele Raketen hat und so. Einfach nachts die ganzen Bäume wegballern. Oder ein bisschen Terraforming nachts betreiben, Leute. Warte mal, haben wir noch einen hohen Baum hier? Nehmen wir mal den hier, den ich treffe. Bam! Wie das auch hell wird. Alter, das fährt total, Leute. Das ist cool. Haben wir gleich eine viel bessere Sicht jetzt hier. Oh, da habe ich nicht getroffen. Doch, ich habe getroffen. Wie ist denn die Reichweite? Ich versuche mal nach hinten zu schießen. Da sehen wir immer irgendwie hier... da hinten, da wo ich gerade hinzeige, hier diese Birke da, müssen wir nur die erreichen. Ey, das treffe ich nie im Leben. Versuche mal ein bisschen höher zu machen. So. Schade. Ich probiere es nur einmal. Ich schieße einfach ein bisschen höher. Nicht gereicht, schade. Okay, eine Rakete haben wir nur noch, okay. Ja. Nehmen wir mal die große noch hier. Ach, wirklich? Das ist ja enttäuschend. Ah, wir haben noch eine gehabt! Wo kommen die Raketen jetzt plötzlich her? So, jetzt haben wir keine mehr. Ja, cool. Ah, das ist wirklich, das ist effektives Terraforming. So kann man sich auch einen großen Graben ringsrum machen, wenn man Bock hat. Muss man nur ein Rezept bauen, dass man Raketen herstellen kann. Raketenwerfer geht ja auch nicht kaputt, wie ich gerade sehe. Gut zu wissen. Sniper geht aber kaputt. Und den Snipern haben wir ja super viele gefunden, ne? So, gleich wird's hell, Leute. Da sind leider keine Zombies in der Nähe. So, guck mal hier. Wir setzen uns jetzt hier mal Richtung See. Ich kann ja auch mal das UI ausmachen eigentlich. Aber die Taste voll. Jetzt wieder Frames. So. Naja. Am wenigsten hat sie keinen Arschgeweih. Bisschen schräg jetzt alles hier. Was denn, wo geht denn jetzt hier die Sonne auf? Hier müsste es aufgehen. Ja, kannst du dich mal wieder gerade machen. Danke. Ich würde dann auch nochmal ganz kurz runter gehen. Oh, ich gehe jetzt gleich mal runter, dass wir uns das nochmal von außen angucken, oder? Oh, ist das als letztes Bild? Ich glaube, ich mache das als letztes. Gucken wir uns erstmal, wie die Sonne aufgeht. Aber wir sehen das leider nicht. Da bräuchte man noch ein paar mehr Raketen, um die ganzen Bäume wegzuballern. Aber das sieht ja auch schön aus, wenn man auf den See guckt. Hier hat man dann wenigstens einen halbwegs soliden Sonnenuntergang. Ja, wir haben uns schon eine geile Stelle rausgesucht, so, wo wir das Ding gebaut haben. Und ich finde es schön, was da so draus geworden ist. Überlegt, dass das vor ein paar Folgen war das einfach nur so Metallgitterturm, Bunkereingang. Jetzt kann man das fast schon, ja, Gebäude nennen, irgendwie. Ich meine, man könnte zum Beispiel sich jetzt hier da vorne auch noch ein Zimmer draus machen, zum Beispiel. Aber wie gesagt, ne, also Alpha 2, wenn ihr keine bessere Idee habt, dann... Ich meine, wir haben da sowieso super viel anderes noch zu tun, aber wenn ich dann noch was bauen soll nebenbei, oder bauen will nebenbei...
Muss ich vielleicht wirklich versuchen, so eine Art Burg zu bauen. Ne? Also die wirklich so ringsrum geht halt, mit Mauer und in der Mitte dann, oder mittig irgendwie dann sehr hohen Turm, der auch höher ist als der hier. Ne? Dann müssen wir mal gucken, was es dann für Areale gibt. Also vielleicht gibt es auch schöne Winterlandschaften oder so. Auf jeden Fall werde ich mich nicht sehr viel in diesem Gebiet aufhalten. Ich werde mich dann natürlich in den neuen Gebieten aufhalten. Weil das kennen wir hier jetzt ja alles schon. Also am Anfang vielleicht ein bisschen Zeug einzusammeln, aber ja. Ansonsten wird erkundet erstmal am Anfang. Da freue ich mich ja wirklich schon drauf. So, es ist 8 Uhr, es kommen keine Zombies mehr. Machen wir die Sonne. Ja, eigentlich müsste ja hier sein. In dem Bereich irgendwo, aber ich sehe sie nicht. Vielleicht weiß bewirkt das. Na gut, Leute, gehen wir mal runter. Ich habe überlegt, wie weit man hier runtergehen könnte noch, weil wir ja so viel tief gebuddelt haben. Ach halt, haben wir hier noch Zombies irgendwo? Und sie sind leider keine mehr, schade. Doch hier hinten! Oh, dafür gehe ich sogar nochmal nach oben. Dafür gehe ich sogar nochmal nach oben. Na komm. Haben so lange gewartet, bis wir diesen Abo bekommen haben. So, jetzt hinsetzen. Da haben wir sie. Ich kann nicht näher ranzoomen. Scheiße. Bam! 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 So, hier sind keine Badegäste. Willkommen. Weiter geht's. Alter, guckt mal, wie viele hier sind. Oh, jetzt hätte ich gerne einen Raketenwerfer. Scheiße. Ah. Die würde man sonst nie sehen, Leute. Guckt mal, die hätten wir nie gesehen. Aber mit der, das Coole ist, dass wenn man ranzoomt, dann automatisch die Reichweite erhöht wird. Grafisch auch. Guckt mal, so sieht man die nicht. Also die sind nicht vorhanden, auch grafisch nicht. Wenn ich es jetzt so mache, dann entstehen die plötzlich. Cool. Haben sie clever gemacht. Jetzt alle wegzubannern, da habe ich jetzt auch keine große Lust drauf. Das hab ich ja sogar immer. Oh, wie gern hätte ich das Raketenwerfer. Ah, dann wird man die auch nicht sehen, weil die zu weit weg sind. Wir wissen ungefähr die Richtung. Die wissen gar nicht, was denen geschieht und wie denen geschieht. Oh. 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 Ja, gut, alle müssen jetzt nicht mehr. Passt. Wie viele Frames haben wir jetzt? 27? Ja, seht das auch mal. 30. Großartig. So gut, Leute. Na, dann, ich gehe nochmal ganz kurz raus, dann gucken wir uns das Ding nochmal von außen an. Haben die hier viel kaputt gemacht? Ne, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Auch das mit dem Wasser hier sieht schon cool aus. Gerade weil das so schön, sich so schön reflektiert. Und ich glaube ja, dass das Spiel dann auch über Mods und so, über Texture Packs, wird bestimmt noch einiges kommen. Könnte ich mir vorstellen. Guckt euch das mal an hier mit den Lagerfeuern oben. Sieht doch toll aus, oder? Also, wie gesagt, auch nicht traurig sein, ne? Das ist jetzt wirklich nur eine kleine Pause. Eine kleine Schaffenspause, was 7 Days to Die angeht. Und sobald... Guck doch mal, das ist doch cool. Und sobald die Alpha 2 dann startet, werde ich der Erste sein. Ich werde versuchen, einer der Ersten zu sein, sagen wir es so. Die dann Zeug dazu raushauen. Und ich werde da auf jeden Fall am Anfang auch, also auf jeden Fall wird es dann das wieder regelmäßig geben. Also gab es jetzt an sich immer auch, zwar alle 2 Tage ist ja regelmäßig, aber es wird einfach die Frequenz wird höher sein, also mindestens einmal pro Tag. Und wenn die Alpha 2 den Erwartungen entspricht, die ich daran habe, und die wirklich so schön cool wird, wie ich es hoffe, dann wird es auch mehrere Folgen pro Tag am Anfang wieder geben, denke ich. Ist nicht unwahrscheinlich. So, also von der Seite habt ihr das gesehen, ne? Ich finde das cool. Also ich finde, das hat irgendwas. Was es auch immer ist, es hat irgendwas. Es hat auf jeden Fall ein paar Stühle auf dem Dach. Und von der Seite hier... Das sieht schon ganz cool aus. Also ich bin auch ganz froh, dass ich hier Cobblestone genommen habe. Das sieht schon cool aus, gerade wie sich das hier in der Sonne reflektiert und so. Das kann sich sehen lassen. Gut, Leute.
Da würde ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal verabschieden mit diesem Kapitel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen das jetzt waren. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, so 65 ungefähr, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch auch sehr viel Spaß gemacht hat, zuzugucken. Und wie gesagt, es ist jetzt nur eine kleine Pause, sobald die Alpha 2 kommt. Ihr seid ja da bestimmt genauso hinterher. Wird es dann weitergehen auf meinem Kanal mit 7 Days to Die? Ja. Ich bin ja fast ein bisschen traurig, ich muss mir das selber jetzt hier gerade noch klar machen. Das ist ja jetzt hier kein Abschied hier für immer oder so, in diesem Spiel. Das ist jetzt nur ein Abschied von dieser Welt hier höchstens. Aber neuer Anfang ist manchmal auch ganz gut. Also Leute, ne? Wir sehen uns dann spätestens in ein paar Wochen wieder, wenn es dann heißt, Beam, ja, mal gucken. Mal sehen, was dann so auf mich drauf fällt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allem dann auch auf die kotzenden Zombies und auf die fliegenden Viecher und so. Das kann auf jeden Fall, das kann nur schief gehen, aber ich freue mich. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Tschö. Yeah! Oh, ich wollte es einfach mal probieren. Wisst ihr, letztendlich habe ich mir einfach nur einen 10-Meter-Turm gebastelt. Ich habe mir einfach nur einen scheiß 10-Meter-Turm gebastelt. Dafür habe ich über 60 Folgen gebraucht. Alles klar, Leute. Tschüss.